Alter Vater, was für Heckansichten. Arschbacken zusammenkneifen, hier ist die Bildbox, moin. Guck mal, ein Berg. Ah nee, Moment. Und ein splitterfasernackter Biberhintern auf Bora Bora. Na, da hätte mich der Justin mit seinem Schaut mal da Kommentar beinahe vom Wesentlichen abgelenkt. Wie der Nagergott ihn schuf, postet sich Herr Bieber auf Instagram. Ja, und das gibt lockere 1 Million Likes in gerade mal 4 Instagram-Stündchen für den Bieber-Poppes. Und die Belieber-Fans rasten selbstverständlich komplett bei diesem Post aus. Oh mein Gott, meine unschuldigen Augen. Dieses Foto hat mir gerade das Leben gerettet. Und natürlich das obligatorische. Frag mich, wie er vorne rum aussieht. Vorne rum. Justins berühmtestem Fan reicht die Heckansicht vollkommen aus. Gut, die Dame ist ja auch selbst sehr popofixiert, ne? Muss man ja schon sagen. Beweise gefällig? Bitteschön. Miley Cyrus, aktueller Unterwasser-Schnappschuss-Post. Gut, das ist nicht sie, sondern Kollegin Rihanna im Bitch Better Have My Money Video. Aber clever, wie die Frau Cyrus ist, ne? Nutzt sie die aktuelle Arschparade gleich mal für ein exklusives Popo-Battle. Rihanna versus Bieber. Und damit der kleine Bieber-Hintern auch eine klitzekleine Chance bekommt, hilft die liebe Miley ihm beim Backen-Contest. Schon schön irgendwie, ne, wenn man so dank den Kollegen seinem eigenen Gesäßfetisch so frönen kann. So, nach diesem Backen-Festival ist das aktuelle Rihanna-Selfie fast schon züchtig irgendwie. Aber immerhin verbindet die Gute ihren frontalen Sonnengruß mit einem kleinen, aber feinen Fashion-Tipp. Denn Frau muss nicht immer zum schnöden Bikini-Oberteil greifen, um die Möppen zu verdecken. In der Not tut's auch ein arschteurer Hermes-Schal. Gut, teuer hin oder her, so ein Schal macht aber irgendwie auch die Brüste platt. Und wenn wir uns jetzt kurz nochmal die Bieberbrust anschauen, da könnte die Riri dem Justin doch glatt mal ihren Hermes-Schal leihen. So, alle wieder anziehen, Box wird zugeklappt. Bis Donnerstag mal sehen, ob der Justin uns da die andere Seite vom Berg zeigt. Renjaun.